Hallihallo meine Freunde, wir sind wieder in Asta unterwegs und wie ich im letzten Video schon sagte, schauen wir jetzt mal ein bisschen, dass wir hier wieder ein paar Punkte verteilen und ein bisschen upgraden. Kostet ja ein bisschen mehr Geld diesmal. 2 Silber, jetzt haben wir ein bisschen was gefarmt. Werden wir mal probieren, wie weit wir hier kommen. Und ja, werden wir mal gucken, wo wir die Punkte hier reinsetzen. Also, wir hatten ja gesagt, dass Energie die Skills erhöht. Konnte ich die Minus machen? Und Attack den Schaden. Hier steht aber Skill Effect based on Basic Attack Damage. Und Attack Stärke. Ich glaube, dass das hier einfach die Melee Skills erhöht und deswegen ballern wir da auch immer weiterhin alles rein. Nur mich hat das ein bisschen interessiert, ob hier bei Energie auch was passiert, aber anscheinend nicht. 128 haben wir hier. Wir ballern das aber alles in Kritrate. Wie immer eigentlich. Bis man später dann Kritringe oder so einen Scheiß anhat. Ja gut, es gibt nur einen Ring. Kette. Helm fehlt sowieso in meiner Schulter, ey. Ja, wir schauen jetzt hier mal in die Röhre. Ganz beschissen. Das kann man machen. 3, 1, 2. Jetzt müsste sich theoretisch hier von 374 auf 373 runtergehen. 374, 372. Ja, seht ihr mal. Hä? 19 bekommen und einen alleine bekommen. Okay. Also von den Steinen. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, dass jeder Punkt hier aktuell gerade mein Skillschaden extrem niedrig hält. Da sehen wir jetzt hier, ich kann noch eigentlich 40 Punkte darauf ballern und ich könnte meinen Impact da noch drauf ballern. Also ich mache vielleicht einen Fehler damit, dass ich alles auf Impact knall. Ja. Ja, auf jeden Fall muss man da mal ein bisschen erstmal durchgucken. Wir machen hier mal weiter. Und hoffen mal, dass das fette Zahlen wird. Nur Scheiße. Junge, du machst mich arm. Ja, ist ein guter Roll, auch wenn ich damit weniger Schaden mache. Das ist... Oh, der ist gut, ja, nice. Ja, das ist auch wieder ein guter. Das ist sie, also ich... Ja, was soll ich da machen, ey, wenn ich... Hinten 10 habe und vorne minus 3, sind immer noch 7 plus, ne? Scheiße. Also das ist mal hier ganz ekelhaft. Das ist ja richtig dreckig. Ja, wir können ja noch ein paar Mal 20 Ups hier drin. Fuck. Ja, aber soll ich wegen 2 Stärke da jetzt irgendwie ein Theater machen? Wenn ich hinten 15 habe? Ja, boah, fast Maximum. Das ist heftig. Was haben wir jetzt hier? 377. So, aufgepasst. Jetzt sehen wir hier 308 bis 377. 318, 389. Fett. Oh, der Preis ist ganz schön gestiegen. Der hat sich verdoppelt gerade. Von 2 auf fast 4. Sehr schön. Nein. Ich habe gesagt, schön. Mit Ö. Ja, 9, aber bei minus 5 wäre es minus 2 gewesen, hätte ich gesagt, okay. Oh, fett. Nice. Nee. Komm, letzter und richtig fetter. Nö. Gut, damit sind wir da auch fast durch. Was haben wir jetzt hier an Schaden? 404. Sehr nice. Ja. 4 mal 100, ja, wir sind auch 400. Richtig gut. Ja. Also wurde gegen höher sind vom Level, wir hatten dann Level 6, wo wir dann Schaden. Aber
aber die sind auch grün. Das ist, ist. Okay, er ist jetzt normal, er ist weiß. Ja. Kann aber auch an der Verteidigung liegen, dass einfach Magieverteidigung von denen weniger ist und deswegen der Magier mehr Schaden macht. Beziehungsweise der Heiler. Ich rede die ganze Zeit vom Magier, Mann. Ich rede Heiler. Also ich werde da mal rüber switchen in einem der nächsten Videos, ihr werdet das hier sehen. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also das ist jetzt nicht handelbar. Die sind nie handelbar. Also nie doch nicht. Aber Level 8 Schuhe. Oh. Mann, hier ist gerade los. Kann ich ja komplett. Oh, richtig fetter Damage. Oh, 4 erhöht, was haben wir hier? Um 16 erhöht. Ja, aber das ist ein Crit-Schaden, ne? Also das, was da draufsteht, geht nicht durch. Also er hat ungefähr 150 Verteidigung hier. Bring it on. Rescue. Hä? Hier ist auch wieder so ein Event. Rescue the captive soul. Ach, Scout. Ey, Soul. Ja, nee, ist klar. Guten Morgen. Und dann? Kupu killen. Komm, spam. Ja, sie haben... Yo! Guck mal, da bin ich mal das erste Mal auf Platz 1. Ja, weiß ich nicht. Gut, ich habe mehr Schaden gemacht als der Flip, dadurch, dass ich ein bisschen Skillpunkte investiert habe. Oh, Geld, ja. Ja, wie man es halt so möchte, ne? Wofür auch immer die Tai-Token da sind. Und eingesammelt hat er auch. 6 Silber. Bär? Was? Wer macht hier Boing? Ja, richtig nice. Das ist auch ein schönes kleines Ding, ne? Also kann man mal öfter machen. Das gefällt mir, das heißt echt cool so. Ja, es kann natürlich auch sein, dass er hier diesen T-Skill irgendwie was Spezielles mitgemacht hat. Dass er das noch dazu gespammt hat. Der andere zumindest. Oh, aber die habe ich schon. Naja. Ich glaube, ich bin betrunken. Achso, wenn die Zeit abgelaufen ist, können wir es wieder machen oder was? Ich schau mal hier in den... Hier, ja, man könnte jetzt natürlich hier mal noch ein paar davon einsetzen. Ja, ein paar alle, mach weiter. Drück. So, jetzt habe ich hier nämlich 21 Punkte. Ich benutze erstmal das Geld. Macht man das? Ja gut, ich nehme 6 von da hinten und pack die vorne 5 drauf. Das ist jetzt nicht so cool gewesen. Aber okay. Einfach nur, um mehr Schaden raushauen zu können gleich. Nee. Ich weiß nicht, ob das manche Leute safen. Das kann man mal safen. Kostet ja fast nichts. Nee, das nicht. Das kann man safen, weil das Energy ist ja eh nicht so ganz unseres. Ah, jetzt fängt es wieder an hier. 9 getötet. Ja, sehr nice. Würde ich fast max sein. Okay, hier. Wow. Da geht aber noch was. Guck mal, 20 Punkte hier. Wären noch Punkte. Nur du musst natürlich da jetzt auch irgendwie Punkte generieren.
Weil wenn du da keine Punkte generierst, dann bringt das auch nicht wirklich viel. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich in den beiden Bereichen Punkte generiere und hier oben vielleicht immer mal wieder ein, zwei Minus reinhaue, damit das irgendwann mal wieder gleich ist. Sonst... Das bleibt ja dann auch mehr oder weniger so niedrig. So, es gehen 0, 0, 2, 0. Es kann halt nur 0 kommen oder Minus. Ja, so wie hier, ist minus 5. Aber da könnte jetzt zum Beispiel jetzt auch hier wieder Plus kommen, zum Beispiel so. Ja. Ja, dementsprechend könnte ich jetzt noch einen raushauen. Ja. Noch eine. Ja! Max. Okay, ein Punkt. Aber krass, krass. Ja. Ist da noch einer hier? Ja. Gut. Rescue the... Darf ich nicht, oder was? Hä? Ah, jetzt. Düp-dü-dü-dü. Hat immerhin 20 Sekunden. Das dauert doch immer ein bisschen. Ja Gott, die warten. Ist aber nicht hier deren Ernst, oder? Ja gut, kann ich auch. Ich muss natürlich warten. Ob das Ding da jetzt kommt. Kann man die inspizieren oder so? Ja, plus 1, da kommt auch schon ein Unterschied. Ja, aber guck mal, die stehen hier, das sind doch Bots, oder nicht? Komm mal, hält nur noch 3 Sekunden. Jetzt. Boah, das ging aber schnell. Ja, da hat ja irgendeiner von denen hier vorne hat das Zeug bekommen. Ich habe zwar ordentlich Schaden rausgehauen, aber der Assa, der hat da so einen Skill. Krass. Schauen wir mal in die Kiste hier. Ja, genau dasselbe. Ja, kann man eigentlich alles auseinandernehmen. Sehr schön. Nur der geht irgendwie nicht zu dismanteln. Was weiß ich warum. Bringt ein Silber. Mal wegschmeißen. Hose. Hatte ich so lange an. Das weiß ich auch nicht hier. Toolbox. Keine Ahnung, wo die hingeht. Du? Ach, guck mal hier. Ein kleiner Silber nach vorne. Also, wo die Leute sind. Das hat eigentlich nur einfach nur die Leute zu ärgern. Ja, gibt ein bisschen XP und ein bisschen Money. Gut, das war's auch wieder. Seht ihr, ist einiges los. Und ich werde jetzt mal hier ein bisschen noch im Kreis einsammeln und dann sehen wir uns im nächsten Gebiet wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.